Donnerstag, 26. Oktober 89. Frühprogramm im DDR-Fernsehen. Mobil, das Magazin für Thälmann-Pioniere, stellt die Frage, warum Mitgliederversammlungen immer so langweilig sind. War hier auch was? Ja, ja. Also bei Mitgliederversammlungen fällt mir ein, dass alle aus der Klasse kommen müssen, egal ob sie wollen oder nicht. Und überhaupt klingt es ein bisschen steif, so klingt nach einer irgendwie so einer Versammlung, wo eben alle da müssen und wo nur über Sachen gequatscht werden, die einen gar nicht so richtig interessieren, finde ich. Mhm. Da wird man nur Langweiliges diskutiert und gesagt, also Termine. Mhm. Ich würde erst mal vorschlagen, das wollen wir ja jetzt auch machen, dass man auf der Mitgliederversammlung nicht über Disziplin und Lernarbeit nur quatscht, sondern auch mal mit den Lehrern spricht, die man nicht leiden kann und bei denen feststellt, warum man sie nicht leiden kann und denen das offen ins Gesicht sagen kann, ohne dass man Schiss hat vor einer schlechten Zensur. Mhm. Dass man das irgendwie aufgelockerter machen kann, nicht immer mit einem Programm, was sein muss und dann sagt der Lehrer mal was und dann müssen wir das alle machen, sondern eben wie bei unserer Gruppenwahl, sodass alle richtig doll diskutieren und nicht immer nur das machen, was der Lehrer jetzt will und sagt und macht. In der Berliner SED-Bezirksleitung erstes offizielles Treffen zwischen Staatspartei und Opposition. SED-Bezirkschef Günter Schabowski empfängt zwei Mitbegründer des neuen Forum, Jens Reich und Sebastian Flugbeil, der sich an das Gespräch erinnert. Wir haben halt erklärt, was wir wollen und haben auch den Versuch gemacht, so ein bisschen die Konfrontation abzubauen. Also wir haben zum Beispiel erzählt, dass wir auf dem Boden der Verfassung uns bewegen wollen und dass diese etwas abwiegelnden Äußerungen, die waren vor dem Hintergrund zu verstehen, dass wir kurz zuvor noch als Staatsfeinde deklariert wurden. Das ist strafrechtlich relevant gewesen. Und das hat uns so ein bisschen gestört. Schabowski hat sehr aufmerksam zugehört. Er ist, glaube ich, ein kluger Mann und wir hatten beide das Gefühl, dass das besser ist, wenn man ihn nicht zum Feind hat. Die Parteizeitung Neues Deutschland kommentiert unter der Überschrift: Wir brauchen den Dialog, nicht Unruhe und Gebrüll. Die Demonstrationen müssen endlich aufhören. Es muss Schluss sein mit dem Bespucken und Beleidigen von Polizisten. Man weiß, wo sowas anfängt, aber nicht, wo es aufhört. An diesem Morgen im Ostberliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Die Opposition nutzt die Schaukästen der Wohnbezirke, um sich öffentlich zu äußern. Mit Wandzeitungen wie in Russland. Gegen 11 Uhr im ZK-Gebäude. Der Generalsekretär der SED telefoniert 20 Minuten mit dem Kanzler der Bundesrepublik Helmut Kohl. Anschließend gibt Egon Krenz dem DDR-Fernsehen ein Interview. Dieser Kontakt war sachlich, korrekt und konstruktiv. Ich bin froh darüber, denn wenn wir gut miteinander umgehen, kann das nur gut sein für die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten. Und in diesem Sinne hat der Bundeskanzler den Vorschlag unterbreitet, dass wir regelmäßig Kontakt halten über das Telefon. Und ich habe ihm gesagt, ich bin sehr einverstanden, ist es besser, miteinander als übereinander zu sprechen. Gibt es Fragen der DDR-Innenpolitik, auf die Sie im Gespräch eingegangen sind? Nun ja, ich habe auf meine beiden Reden verwiesen, die ich vor dem Zentralkomitee meiner Partei und vor der Volkskammer gehalten habe. Und ich habe gesagt, dass ich absichtlich von einer Wende gesprochen habe, aber dass das niemand falsch verstehen möge. Eine Wende ist keine Umkehr. Auf deutschem Boden wird der Sozialismus gestärkt. Das ist unser Ziel. Und ein starker Sozialismus auf deutschem Boden gehört zur Stabilität in Europa. Zur gleichen Zeit gibt Regierungschef Willi Stoff im Ministerratsgebäude zwei ausgesuchten Journalisten eine Pressekonferenz. Ich möchte hier erklären, dass ich es auch für notwendig und zweckmäßig halte, künftig im stärkeren Maße Rechenschaft vor der Volkskammer, dem höchsten Organ unseres sozialistischen Staates, abzulegen. Das gilt sowohl für den Ministerrat insgesamt als auch für jedes seiner Mitglieder. Wir werden den Beitrag, den jeder Betrieb für die Bevölkerungsversorgung zu leisten hat, nicht mehr an abstrakten Wachstumsraten irgendwelcher Kennziffern oder statistischer Durchschnittswerte messen. Dresden gegen 14 Uhr.
Im Rathaus beginnt eine außerordentliche Sitzung des Stadtparlaments. Zum ersten Mal können auch Vertreter der Gruppe der 20 öffentlich sprechen. Frank Neubert, einer von ihnen, erinnert sich. Das Besondere an dieser Stadtverordnetenversammlung war, dass wir als Gruppe das erste Mal vor einem staatlich gewählten Gremium gesprochen haben und dass ich dort in aller Öffentlichkeit die Legitimation der Abgeordneten angezweifelt habe, dass ich damit natürlich auf die Wahlfälschung direkt eingegangen bin und gesagt habe, sie sind nicht die legitimierten Vertreter der Stadt Dresden, habe in einem Atemzug natürlich hinterhergesetzt, dass auch wir als Gruppe der 20 das nicht sind. Frank Neubert fordert im Dresdner Stadtparlament als einzig mögliche Konsequenz freie Wahlen. Man hat natürlich sofort gemerkt, dass das keine Zustimmung gefunden hat. Unmutsbekundungen fanden statt. Also es war eine große Unruhe dann im Saal. Aber teilweise gab es auch Zustimmung. Das DDR-Fernsehen berichtet am späten Nachmittag über die außerordentliche Sitzung. Doch der Reporter unterschlägt die Brisanz der Debatte. Die Dresdner Stadtverordneten trafen sich heute zu einer nicht turnusmäßigen Tagung. Ausgangspunkt waren die Gespräche, die Oberbürgermeister Wolfgang Berghofer mit einer Gruppe von Bürgern und Kirchenvertretern geführt hatte, infolge der Demonstrationen am 7. und 8. Oktober auf der Prager Straße. Diese Gespräche sollen am Montag fortgesetzt werden. Heute ging es um die Bildung von 14 zeitweiligen Arbeitsgruppen, deren Themen von der Gesellschaftsstrategie des Sozialismus, die Entwicklung Dresdens bis zum Jahr 2006, bis zu Fragen der Selbstverwirklichung der Jugend reichen. Nach einer auch kontrovers geführten Diskussion, Resümee des Oberbürgermeisters. Wir haben Bedeutsames in aller Öffentlichkeit und in aller Offenheit in Gang gesetzt. Aber es bleibt dabei, nicht die Lautstärke, die wir um eine Sache entwickeln, ist entscheidend, sondern das Ergebnis. In der aktuellen Kamera eine vertrauensbildende Maßnahme der Nationalen Front. Der Vorsitzende Lothar Kolditz appelliert an die Bürger. Als ständige Foren der Demokratie bieten die Ausschüsse der Nationalen Front im politischen Dialog auch Andersdenkenden vielfältige Möglichkeiten, ihre Vorstellungen darzulegen und bei der Festigung des gemeinsamen sozialistischen Vaterlandes mitzuarbeiten. Dabei wollen wir bei Respektierung aller Unterschiede stets immer das Einende suchen. Anschließend eine Erfolgsmeldung aus Jena. Schlüsselübergabe der 25.000. Neubauwohnung seit 1976 an eine Arbeiterfamilie. Bürgerversammlung in Rostock. Ursprünglich hatte die Stadtregierung einen kleinen Raum für den Dialog vorgesehen. Als aber 4.000 Menschen kommen und eine spontane Demonstration droht, lässt der Bürgermeister die Versammlung in die Stadthalle umziehen. Das DDR-Fernsehen berichtet ähnlich wie aus Dresden. Ich bin der festen Überzeugung, dass es keinen Sinn hat, auf die Straße zu gehen. Dass es unbedingt nötig ist, dass die Menschen von der Straße kommen, dass sie wieder dort diskutieren, in den Arbeitskollektiven, in den Wohngebieten, dass sie Vertrauen zu ihren hier staatlichen Organen, zu ihren gesellschaftlichen Organen finden und dass dort die Probleme geklärt werden. Die Fragen und Forderungen an Rat der Stadt, Baubetriebe, KWV waren offen, drängend, hart. Ja, vor allen Dingen, das muss nicht nur versprochen werden, das muss auch wirklich mal gehandelt werden. Warum verfallen immer noch so viele Altbauten? Weg mit der Bürokratie bei der Bearbeitung von Ausbauwünschen. Forderungen an die Regierung nach neuen, differenzierteren Mietpreisregelungen. Die ARD-Tagesschau zeigt an diesem Abend die Bilder der aktuellen Kamera aus Rostock. Der Kommentar schätzt aber die Lage im Land ganz anders ein. Jeder sollte seine Meinung offen sagen. Massive Kritik wurde laut. Selbst in den kurzen Ausschnitten des DDR-Fernsehens wurde deutlich, die Zeit der Geduld ist vorbei. Man könne nicht mehr nur reden, es müsse endlich gehandelt werden, war zu hören. Die neue Strategie der SED-Führung zeichnet sich deutlich ab. Die Demonstrationen auf der Straße müssen aufhören. Die Äußerungen des Unmuts und der Unzufriedenheit sollen in Kanäle geleitet werden, die die Partei kontrollieren kann. Dazu werden einerseits Zugeständnisse gemacht, auf der anderen Seite gibt es unverhüllte Drohungen. Ost-Berlin am Abend. In der Christuskirche in Schöneweide versammeln sich die Anhänger des neuen Forums zu einer Informationsveranstaltung. Thema: die Situation der Bürgerbewegung. Das Interesse ist groß, der Raum zu klein. Bitte versuchen Sie nicht mehr in die Kirche reinzukommen. Sie ist voll. Ich bin
von den zuständigen politischen Stellen hier im Stadtbezirk dringend gebeten worden, keine Lautsprecher nach außen zu installieren. Und ich hätte dieser Bitte gerne entsprochen, aber weil ich weiß, wie viele Menschen draußen stehen, kann ich dieser Bitte nicht entsprechen. Gestern waren ganze Bankreihen von Parteigenossen besetzt, ohne Parteiabzeichen. Ich ermuntere Sie, die Parteiabzeichen auch in der Kirche zu tragen. Es gibt keine Vorschrift, jedenfalls keine kirchliche, die das verbietet. Ich hoffe, dass es irgendwann möglich ist, auf einem Platz mit einem Lautsprecher zu reden oder in einem anderen öffentlichen Raum. Denn eines unserer Anliegen war, dass das neue Forum sich nicht nur in Kirchenräumen bewegt, sondern jeder Raum in diesem Land zu einem neuen Forum wird. Während der Veranstaltung äußert sich Jens Reich gegenüber einem Westjournalisten. Wir werden selbstverständlich, also dieses Gespräch muss natürlich übergehen in die Darstellung von Konflikten. Ein Dialog oder Palaver oder Gespräch hat nur Sinn, wenn man die Konflikte, die in der Gesellschaft immer wieder entstehen, die nicht antagonistisch, wie das so schön heißt, bei uns sein sind, wenn diese Konflikte zur Sprache gebracht werden und hart in aller Kameradschaftlichkeit ausgetragen werden. Und insofern kann also ein Dialog keine Umarmung sein, sondern müsste dann schon Probleme auf den Tisch bringen. Und das werden wir anstreben und das wird die andere Seite sicher auch akzeptieren und ihrerseits anstreben. Im Moment läuft die Organisation, die Selbstorganisation des neuen Forums ab in peripheren Gruppen an der Basis. Und dann müssen wir so etwas wie eine von der Basis bestätigte Struktur haben, dass nicht immer nur sozusagen selbsternannte Sprecher und Unterzeichner dort reden, sondern dass das getragen wird von der gesamten Basis. Wann wird das sein? Ja, das läuft jetzt. Sie sind ja hier gerade in einer so einer Veranstaltung dabei. Das organisiert sich in diesen Wochen mit vielen Schwierigkeiten. Wir haben keine Erfahrung und so eine Basisdemokratie ist auch recht aufwendig und schwierig. Zur gleichen Zeit in Dresden. Auf einer Wiese im Zentrum versammeln sich 100.000 Menschen zum Dialog mit der Stadtregierung. Die Dresdner wollen die Ergebnisse der Parlamentssitzung vom Nachmittag erfahren. Sie wollen Missstände kritisieren, ihre Forderungen stellen und Fragen nach der Zukunft beantwortet haben. Das Volk steht unten mit insgesamt nur 5 Mikrofonen. Die Funktionäre oben auf dem Podest sind besser ausgestattet. Der Dialog beginnt mit technischen Schwierigkeiten. Aber die drängenden Fragen werden trotzdem gestellt. Michael Dulich erinnert sich an den Dialog der 100.000. Also ich weiß von dem Abend noch, dass ich von dem, was angesprochen worden ist, dass das meine Fragen waren, dass das meine Themen waren, dass es das Thema war, wir bleiben hier und wir wollen hier eine Veränderung haben. Und wir wollen hier Reformen, wir wollen das neue Forum zugelassen haben, wir wollen, dass die Privilegien abgeschafft werden, dass der ganze Sicherheitsapparat abgeschafft wird, dass es wieder lebenswert wird in diesem Land. Das ist das, was wir dort auf der Wiese eigentlich, was ich so empfunden habe, was meine Nachbarn so um mich herum wollten. Wenn dort wieder so eine plakative Antwort im SED-Jargon runterkam, da wurde gebuht und gepfiffen und es gab Beifall, wenn wirklich menschliche Töne, intelligente Töne rüberkamen. Das hat diese ganze Geschichte dort geprägt, auf dem Platz. Als einer von den 100.000 an diesem Abend die Frage nach der Zukunft des Sozialismus in der DDR stellt, bleiben die oben auf dem Podest die Antwort schuldig.